Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, einen Boss getötet, den man etwas später im Spiel töten soll, aber ich bin ein hartnäckiger Doofkopf und deswegen haben wir jetzt einen Glaubenszauber für 27 Glauben, den wir wahrscheinlich erst in einigen Stunden benutzen werden. Aber direkt neben dieser Boss-Plattform gibt es hier noch einen Turm, den wir erkunden können und herausfinden können, was dort drin gelagert wird. Außer wo, mein Gottes Willen, Baba. Okay. Ich brauche wieder den Big Bonk. Sonst muss ich ja gut spielen. Es ist so angenehm, wenn die Gegner gestunt werden durch Angriffe. Es tut mir leid, aber hey. Erstmal durchspielen, bei sowas immer Stärkebild. Wird ja noch andere Klassen spielen, Magier und etc. etc. Deswegen, wir finden schon noch alle unsere wahre Berufung. Ja, Gigabonk. Ah, was sagst du jetzt? Der ist nicht geupgradet, ne? Ich freue mich, wenn wir den upgraden. Bolzen der Getreuen. Scheinbar einfach Pfeile. Und wir haben hier noch eine Kiste. Bitch. Da. Dem Weitschuss-Talisman. Okay, also Bogen. Erhöht die Reichweite von Pfeilen. Erhöht die Schussweite für Bögen, als ob. Also, komm. Das kann man ja selber sich noch zusammenreimen. Wir gehen jetzt dahin. Dafür müssen wir. Hier ist ja der Drache. Ich würde sagen, das geht vom ersten Lagerfeuerpunkt aus am besten. Ach, stimmt, den goldenen Ritterdude haben wir auch noch, ne? Ich hab den einfach, ja, später. Und bin weggegangen. So. Hier haben wir runtergedroppt. Meine Drache wird uns ja schon bestimmt nicht mehr bemerken. So unauffällig, wie wir sind. Aber Upgrade-Material gibt es ja hoffentlich in der Mine. Wir gehen, glaube ich, außen lang. Trotz Drache. Auf Krebs habe ich nicht so Lust. Außer Krebs bewacht was Gutes? Nee, Krebs sieht aber nur angry aus. Okay. Dann gehen wir weiter. Es gibt hier, glaube ich, eine Stelle, wo es so blubbert. Da vorne. Ne, ist nur die Spiegelung. Oh, das ist gar nicht mehr da. Doch, da. Ja. Da kann nämlich, genau, Krebs rauskommen. Cool, oder? Naja. Nicht ganz so cool, aber wir gehen einfach mal. Erstmal einen Heiltrank nehmen direkt. Schon Angst vor der Mine. Wir haben die perfekte Waffe für die Mine. Für die Tunnel von Limgrave. Hallo Krebs. Tschüss. Gab's hier nicht so Stellen, wo man raushüpfen wollte? Ja. Obwohl, wir müssen die Einhand-Bonker-Dinkers nehmen. Genau. Weil, ja. Ist sehr düster. Goldene Rune 4. Die Zahl heißt einfach, wie viele Runen es gibt. Also nicht 4, sondern ist halt die vierte Stufe davon. Und gibt halt entsprechend mehr Runen. So. Schön gemütlich runterhüpfen. Ja, ist auch einer der Orte, die ich kenne. Weiß gar nicht, ob ich die Mine drin hatte oder nicht. In der Folge. Aber hey, die erkunden wir einfach schnell gemütlich. Sollten wir hinkriegen. Ja, und da bauen sie uns fleißig die Erze ab. Ja. Ich habe einen Bug, dass ich nicht hauen kann. Ah, wieder wegen der Maus. Okay. Ja, weil ich zwischendurch aus dem Spiel rausklicke. Die sind aus Stein, wie ihr seht. Und wir prallen dann den ab, aber... Ja, Schlagschaden ist trotzdem immer effektiv gegen sehr harte Personen. Und wir haben Schmiedestein aus der Wand gezogen, also hey. Hey, Bro. Was auch immer du machen willst, nein. Ja. Noch ein Schmiedestein. Perfekt, wir können unsere Waffe upgraden, unseren Bonker. Den Big Bonker Chonker. Ich weiß nicht, was ich sage. Es tut mir leid. So. Geh meine Fackel wieder. Dann gehen wir erstmal zu dem hier. Backstab geht auch. Und noch mehr Schmiedestein. Gibt es ja eigentlich noch diesen... Es gab hier so Glitzerstein, den man mitnehmen konnte. Aber scheinbar haben die den weggemacht. Oder kommt es tiefer? Ich bin gar nicht so sicher. Aber sehr awkward, immer an Gegnern abzuprallen. Gab es aber tatsächlich schon in Demon's Souls solche Gegner. Diese Ratten einen so easy rumschubsen, ne? So. Hallo? Schmiedestein ein. Ja. So habe ich mich gefühlt, als ich auf Elden Ring gewartet habe. So saß ich jeden Tag da. Eine
goldene Rune. Wir haben immer noch den Teil des Elden Rings, ne, den wir benutzen können, aber... Keine Ahnung. Ich will gar nicht mehr leben, ne? Als hätte ich jemals Probleme bisher gehabt. Ich? Nein. Okay, hier haben wir alles fertig, dann gehen wir mal weiter. Nämlich zum nächsten Fahrstuhl. Ich glaube, hier gab es auch wieder eine Plattform zu stehen. Wir können tatsächlich auch mal... Hier unten schalten wir eh selten durch. Die hier mal ausrüsten, unsere Regenbogensteine. Und dann einfach testen. Schaffe ich den Sprung. Ja, das war ein bisschen daneben geworfen. Wenn er platzt, heißt es, du bist tot. Das heißt, ist okay. Ist ganz nett. Um sowas mal zu testen in so Gefilden. Oh mein Gott, wir haben auch immer noch die Anfangsmine. Ich schieb die vor mir hin, ne? Ah gut, ohne Waffen-Upgrades wollte ich eh nicht rein. Wir arbeiten auf ein großes Ziel hin. Auf ein sehr großes, langsames Ziel. Warte mal, wir fahren nochmal hoch, weil ich glaube, hier war noch ein Durchgang. Ja, da. Ich glaube, ich bin einfach dran vorbeigeklettert. Ja, guck, da ist doch was. Hier ist sogar eine Statue von Marika. Heißt, hier kommt etwas Schwereres. Wie er hier. Au, au. Gleichzeitig lasse ich mal die Angriffe sehen. Er kann so Feuer sprühen. Mit Schwertern wird man hier wesentlich mehr leiden an den... Würde ich gar nicht sagen. Schimmerstein-Überrest. Ja genau, die waren früher mal überall an den Wänden hier drin. Aber scheinbar nicht mehr. Nö, muss man nur gucken, dass hier man die Schmiedesteine sieht. Aber so gelber Stein ist schon unauffälliger. Aua. Ja, die werfen Steine. Aua. Weg. Umholt. Guck's mir einfach in das Gesicht. Springstein. Oh, cool. Nett, dass der den droppen kann. Hier ist echt nichts zum Aufheben. Nö. Okay. Ein Charge-Angriff ist irgendwie angenehmer als dieser Backstab. So. Hier kann man wieder runterklettern. Ich halte auch Ausschau, ob hier wieder irgendwelche geheimen Ausgänge sind. Diesmal verpasse ich nichts. Den gönnen wir uns. Eine goldene Rune 1. Ja, das hat sich gelohnt. Und hier. Dunkelschmiedestein. Oh, der hat sich gelohnt. Er ist ja für dieses Schwert zum Upgraden da. Meine Doppelschwerter. Hey, ich habe sie wenigstens am Anfang genutzt. Ja, ich habe extra reingeskillt für euch. Aber damit ihr die sehen könnt. Ich muss sagen, ohne Fackel sieht man das Material besser. Es leuchtet nämlich so ein bisschen. Ja. Ich glaube, ihr seht dahinter schon, dass da irgendwas vor sich hin brummt. Ich wechsle mal, ne? Der sollte eigentlich mit der Keule echt okay sein. Ich bin gespannt. Aber auch fies, ne? Hier ist keine Nebelwand oder so, sondern einfach nur eine Tür. Und da ist man instant in einem Bosskampf mit dem Steingräber-Troll. Mit aufgeladenen Angriffen prallt man übrigens nicht ab. Ja, das ist das Problem. Weil so Giga-Steintroll. Au. Das auch. Ich dachte, der macht nicht noch mehr Schläge. Yo, der sieht noch mal krasser aus. Bin ich ziemlich sicher. Ich glaube, du hast deine Meinung vertreten. Au. Aber unser Damage ist insane bei ihm auf jeden Fall. Nur überleben lang genug ist das eigentliche Problem. Okay, ich dachte, die rollen immer nur zweimal. Ich glaube nur zweimal. Scheinbar kann der dreimal stampfen. Grrr. Ich
versuche in meinem letzten Moment zu rollen wegen diesem AOE-Effekt von den Schlägen. Aber ich hüpfe einfach in Zukunft, glaube ich. Wenn man hüpft, kann man nicht von sowas getroffen werden. Ach, meine normalen Speerschläge kommen auch gut durch. Na dann. Muss ich mir nicht ganz so schwer tun. So. Und hüpfen. Wie oft kann man von einem Gegner getroffen werden, den man schon oft bekämpft hat? Zombie-Edition. Ja, aber wirklich, Junge. Okay. Aber jetzt No-Hit. So, einfach warten, bis er was macht. Okay. Okay, er ist einfach sehr mad. So. Ach, das Hochziehen macht auch nochmal Schaden. No-Hit, habe ich gesagt. Komm schon, fall um, Junge. Okay, er ist einfach tot, glaube ich. Ja. Jo, hat er reingeprügelt. Medaillon des Brüllens. Ja, passt zu ihm. Was mit seiner riesigen Schatzkammer? Wann darf ich die plündern? Liegt überall Gold. Oh, so ein paar Fünkchen. Irgendwer hat sich hier eine schöne Leiter hingestellt. Wir haben jetzt sehr viel Gold. Was ist hier? Ja. Verstärkt Brüllen und Odem-Angriffe. Sowas gibt's? Jetzt brauchst du ein Million mit brüllenden... Mit brüllenden Riesen. Verbessert Brüllen und Odem-Angriffe. Die Riesen waren einst Todfeinde des Erdenbaums. Ihr Gebrüll verwüstete die Natur, löste Lawinen aus und entfachte flammende Stürme. Ist das nicht ein Brülleffekt? Klang aggressiver, oder? Ohne? Hm. Ist das nicht ein Brüllen? Ja, das müsste man jetzt wissen, ne? Warte, ich kann ja auf meine Stats gucken, oder? 131 plus 50. Habe ich irgendwie so einen Status? Ja. Rechte Handwaffe ist 181. Und ohne 165. Und jetzt 181. Ich glaube, das beeinflusst nicht das Brüllen. Ah, cool. Ja, wir sind noch nicht fertig in der Mine, tatsächlich. Auch wenn man es denken könnte, weil wir einen Boss hatten. Wir sind ja in so einen Seitentunnel reingeklettert. Wir können ja noch bis zum Keller der Mine gehen. Aber wie fies ist das, dass dieser Boss versteckt ist, ne? Da hat man direkt Angst, noch mehr Bosse zu verpassen in Zukunft. Stichschaden war, glaube ich, gegen so Steingegner auch immer ganz gut. So, hier runter. Um Gottes Willen, wie habe ich das überlebt? Keine Ahnung. Und hier runter. So, jetzt sollten wir im untersten Stock sein. Habe ich noch Heilung oder habe ich alle verballert? Ah, ich habe noch. Ich habe nicht mal mehr Mana, um das zu machen. Okay. Hoffen wir einfach aufs Beste. So, da ist ein Hundi drin. Das finde ich nicht gut. Rosa Schimmerstein-Überrest. Ich glaube, hier gab es noch einen zweiten. Sorry, ich wollte den Buddy nicht hauen. Wie ist der nackt? Voll der Rattenhund. So. Niemand kommt gegen den Sprungbonk an. Hab. Ja, guck mal, ohne Fackel leuchten die schon so ein bisschen. Also sind schon auffälliger. So, was habt ihr hier hinten bewacht? Aha. Noch ein Schmiedestein. Ja, ein bisschen Upgrade-Material ist schön. Man braucht, glaube ich, 2, 4 und dann 6 Stück, um seine Waffe auf +3 zu kriegen. Aber wir haben keine 12 Stück, da bin ich ziemlich sicher. Wir haben 11 Stück. Dö-dö. Ja, und ich glaube, das war alles in der Mine. Wenn ich halt hier irgendwo so einen Stein übersehen habe, dann, ja, ist halt doof, weil mir genau einer fehlt.
Ich laufe einfach mal die Mine zu Fuß raus. Nee, hab leider nichts gefunden. Aber wir können zur Kirche von Eli gehen. Und endlich unsere Keule upgraden. Oh, wie stark werden wir werden. Wir werden einfach zu Göttern. Also zwei Upgrades können wir auf jeden Fall reinballern. Ist dann schon mal... Erste Upgrade ist 10 Schaden mehr pro Schlag? Ja. Und zweite Upgrade... Wird die Zahl irgendwie rot? Ich verstehe nicht warum, aber es steigt eigentlich alles noch weiter. Auch nochmal 11 Schaden. Jawohl. Boah, das nächste Upgrade wäre auch nochmal gut. Ja, eine Keule. Und beidhändig haben wir sogar 146 plus 40 Schaden. Bonk! Können wir leveln? Ein Level können wir machen. Ich habe halt jetzt ultra Lust, Glaube auf 30 hoch zu leveln, ne? Egal, erstmal 20 Stärke, 20 Kraft. Erstmal 20 Stärke und dann leveln wir einfach weiter auf das andere, bis unsere Heiltränke mal besser werden. Ja, gucken wir mal, wie wir gegen Mr. Rittermann ankommen. Ich meine, Schaden macht er immer noch enorm. Aber wir sollten jetzt den auch komplett wegbonken. Oh mein Gott, man kann echt kaum um den rumlaufen. Ich unterschätze den Boy immer so hart. Jaco! Ja, guck mal, 153. Wir staggern den bestimmt auch mit jedem dritten Schlag. Und wir halten sehr viele Schläge von ihm aus. Schon alles sehr gut. Kann ich mal eine Sekunde chillen und irgendwie so einen Pferdangriff machen oder so? Der ogert's ja rein, der Junge. Macht nur diese Dreier-Kombis gerade. So. Bin noch nicht mal in der Schlimmphase und krieg schon so aufs Maul. Ja, ich muss seine Dreier-Kombis mehr abwarten. Got it. Nicer Spin mit dem Pferd. Peaks. Aua. Oh mein Gott. Dass er nicht gestaggert wird. Jetzt aber. Und aufladen. Ja, schön weggepfeffert den Jungen. So, schauen wir mal. Oh, ich bin nicht gerollt. So, diesmal schleichen wir uns an. Und dann machen wir zwei aufgeladene Angriffe in seinen Rücken. Gibt mein Zeug? Keine Ahnung. Jawohl, gestaggert. Und dann kommt noch ein dritter aufgeladener Angriff. Ja, das ist ein guter Anfang. Schleichzauber halt einfach so gut. Aua. Okay, ich war böse. Wo liegt mein Zeug? Mein Kompass ist nicht mehr da. Ah, da liegt's. Hab's gefunden. Wir können weiterspielen. Aua. Und dann tritt er mir direkt ins Gesicht. Puh. So, komm her. Oh, ich bin aber nach hinten gelaufen, der ist so voll in mich reingerannt. Aua, der Schildschlag, ne? Oh, zweiter Schildschlag. Oh, gut. Ich muss trotzdem nochmal heilen. Aber um sicher zu sein bei dem Jungen. So. Da einfach mitrollen. Zwei Free Hits. Ich habe Angst vor den Schildschlägen, deswegen will ich immer so schön spät rollen. Weil die so wehtun können. Hier ist nicht so schön. Ich sehe sehr wenig. Mach nochmal deinen Charge. Ja, genau. Roll ich wieder schön mit.
Krieg zwei Hits mit rein. Da rolle ich diesmal weg. Krieg zwei Hits rein. Da bin ich viel zu spät ausgewichen. Zu früh meine ich. Zu spät wäre schön. Mach nochmal deinen Charge. Eins. Und ich geh weg. Okay, aber ein so Schildschlag kann mich trotzdem umbringen. Mach deinen Charge einfach noch ein paar Mal. Den macht er ja scheinbar echt gerne. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ja, sein Charge. Sehr schön. Es ist so gruselig, wie zu wenig Leben einfach zu leben. Ich trigger einfach nochmal den Charge, okay? Da fühle ich mich am sichersten. Ja, da haben wir ihn. Zombie macht nichts knapp in Elden Ring. Gegner besiegt. Goldene helle Bade. Ich hab beim letzten Mal Zauber getroppt im Netzwerktest. Ein Schildheilzauber. Eine Kriegskunst für ein Schild. Eine goldene helle Bade klingt cool. 30 Stärke. Tja, aber die hat auch Schaden. Das ist auch wieder sowas von einem heiligen Ritter, ne? Habe ich die Stats dafür? Zeig mal an. Nee, ist goldener Eid. Wenn man die Stats nicht hat, sieht man es leider auch nicht. Ich bin gespannt, was das ist. Wie viel Stärke brauche ich denn, damit ich das sehe? 20, ne? Ein Punkt eigentlich. Kann ich ein Level machen nach ihm? Nee. Aber wir können unsere zwei Runen bestimmt wieder nutzen und dann geht's. Die größeren Runen heben wir uns einfach auf, wenn wir später irgendwas mal kaufen wollen oder sowas. Das ist immer ganz praktisch, wenn man Händler findet und Geld braucht. Stärke 20. Starker Krieger, starker Krieger. So. Ja, guck mal, jetzt ist er benutzbar. Oben links waren gerade sehr viele Buffs. Wir haben mehr Verteidigung, mehr Angriff. Ja, ich glaube, das kriegen wir. 287 Angriff haben wir damit. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als mein Stock. So, und ohne Buff habe ich 258, immer noch echt viel. Yo, die ist aber auch heavy. Allein der erste Schlag macht ja richtig so swoosh. Und was ist das so? So ein richtig schöner Smash. Ist auch eine schöne Stärkewaffe. Eine, wo man nicht Skalierung braucht unbedingt. Vom Schaden her halt ähnlich gut. Oh, warte. Ähnlich gut, aber hat noch Heiligschaden. Oh mein Gott, wir haben so ein gutes Gerät gefunden. Die verstärkt man doch bestimmt mit Dunkelschimmersteinen. Oh, das ist unser Big Bonk Stock. Für Ultra-Damage? Ja, mit 600 Seelen upgraden? Ein Upgrade mach mal rein. Später, sonst müssen wir halt aufpassen, weil es gibt bestimmt noch richtig viele Bosswaffen und das will ich mir ja nicht wegnehmen, die upgraden zu können. Helle Bade plus 1. Ach, guck mal, man braucht einen Dunkelschmiedestein 1, dann Dunkelschmiedestein 2. Das ist ja einfach. Ist ja angenehm. Und die Waffe kann sich halt auch noch buffen, ne? Nochmal ein besserer Buff als die Keule. Ich hätte halt gerne so eine passende, güldene Rüstung dazu. Aber ich habe leider nur eine leichte Tracht, die ich tragen könnte. Ja, als Barbar finde ich mich schon cool. Ja, Rolle haben wir auch noch eine gute. Ja, wir haben einfach so eine richtig schön fette, goldene, helle Bade. Ich meine, es ist besser, als mit einem Stock rumzulaufen. Und der Sprungangriff ist nicht mehr ganz so cool. Ich mochte den Bonksprung. Ich hatte drei Sachen für die Folge geplant. Das war die Mine zu machen. Den Drachen zu töten. Und was noch? Ich weiß es nicht, aber wenn wir den Drachen tot haben, können wir uns hier unten auch einen Zauber holen. Aber die Option lasse ich mir mal noch offen, weil die Stats habe ich eh noch nicht dafür. Das Herz werde ich nicht abgeben. Wir holen uns einfach mal das Drache jetzt erstmal. Wer weiß, was für NPCs was damit anfangen wollen. Damit werde ich den Drachen nicht so gut treffen, auf jeden Fall. Und ich denke, bei der Waffe kann ich mein Feuer auch nicht draufschmieren. Ja, weil die schon einen Effekt hat. So, übrigens. Kleine lustige Sache. Man kann, ich glaube, hier einfach runterlaufen. Hier so ganz am Rand, ja. Direkt am Spawn. Und ein silberner Federtierfuß. Okay.
Netzwerktest lagen hier Meteoritensteine, gut Damage gemacht haben. Eine sehr schwer erreichbare Stelle, wenn man nicht weiß, dass man da runter droppen kann. Aber ey, wir sind ja die Kings, wir wissen alles. Und deswegen bekämpfen wir jetzt diese Bestien. Warum verschwende ich Folgenzeit gerade, einfach irgendwas random zu bekämpfen? Keine Ahnung. Yo, Damage ist halt super. Und hier liegt noch Loot bei den Fledermäusen. Es ist ein Schmiedestein. Wir können unsere Keule auf plus 3 bringen. Das ist sehr gut. Weil die Waffe hier können wir ja nicht ewig upgraden. Und die Keule wird ja früher oder später dann besser skalieren. Besonders wenn ich dann so eine Stärkeverstärkung reinmache. Das wird dann recht lustig. Ja, probieren wir den Drachen mal damit einfach. Einfach aus Prinzip. Ich meine, den goldenen Eid kann ich hier nicht drauf machen, aber kann hier theoretisch damit zuhauen. Ich kann den hier erstmal ein bisschen zu Fuß mit Pferd vermöbeln. Einfach mal gucken, wie viel Damage so ein heilige Kriegerlanze an ihm macht. An den Beinen. 109 und... Boah, sind die strong. Aber, boah, ist der laut. Ich fühle mich, als würde ich etwas zu niedrig schlagen. Aber im Kopf treffen wir so. So, spuckst du Feuer oder chargst du? Der chargt. So. Ja. Wird aber richtig vermöbelt, der Drache. Ich bin der neue Paladin im Haus. Pferd los. So. Ja, der Sprungangriff ist nutzlos. Die Ruinen waren ein bisschen im Weg. Hör mich mal voll. So. Zeige, was du kannst, Drache. Haben die wirklich Feuer gespuckt? Aufgestampft? Ich muss eigentlich einfach so mit den Angriffen so ab und zu mal reinhauen, würde ich sagen. Die Mücke hat mich gestochen. Oh mein Gott. So. Hallo, Drachi. Feuer? Okay, dann laufen wir nach links. Oh mein Gott, hast du nah bei mir Feuer gespuckt. Das ist aber fies. Okay, jetzt ist Spuck gezielt. Dann können wir einfach nach links sprinten. Kriegen wir hin. Ja. Und bock. Ne? Aber er haut nach uns. Da haben wir den Kopf. Okay. Das gezielte Spucken, das ist sehr gut. So, tritt einmal nach mir. Sehr schön, danach ist der Kopf so schön. Mücke! Was ist dieses Spiel? Warum nerven mich Mücken? Einfach generell weg. Rollen. Gut gerollt. Ich habe irgendein Rollsyndrom, dass ich zu langsam rolle. Sprungangriff? Ja. Okay. Nein. Fühle mich nicht so wohl. Und roll. Sprungangriff. Sprungangriff. Er ist nicht umgefallen. Nein. Wir töten ihn normal. Na egal. Töten. Oh oh. Ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Puh. Drache agil. Er hat mich aus dem Blick verloren. Das ist ein bisschen awkward. Nein, nein, bitte kein Schweifdreher auf mich machen, danke. Immer hoch. Und roll. Pam! In dein Auge. Großen Gegner zu Fall gebracht. Kackding! Eine neue Kraft der Drachen ist in der Kathedrale der Drachenkommunion verfügbar. Oh, man schaltet also auch neue dadurch frei. Wir haben den Drachen bezwungen. Was, first try? Ich glaube, ja, okay, aber der Damage, ne? Der war ja insane. Aber den habe ich mir auch verdient, weißt du? Ich mache die ganzen super schweren Sachen. Dafür bin ich dann auch super strong, natürlich.
Warte mal ab, bis ich meinen Glaube hochgelevelt habe. Keine Ahnung, wie stark der Schweifangriff ist, aber wenn er so viel Glaube braucht, hoffentlich gut. Hallo. Achso, nö. Ist nichts Neues, da sind dieselben drei. 12 Punkte in Arkan, 3 Level. Dann könnte ich das benutzen, dann könnte ich Feuer spucken. Cool. Ich muss aber sagen, das hier reizt mich eigentlich, der Drachenschlund. Die dann mich reinbeißen. Oder mit Drachenklauen, das sieht aus wie so ein Blutungsangriff. Boah, die sind bestimmt alle cool. Aber bestimmt wird man dann irgendwie wieder so ein hässlicher Drachenmensch, wenn man das macht. Hier in anderen Souls-Teilen. Wie viele Seelen haben wir bekommen? Genug für ein Level. Das ist schön. Mein Glaube steigt um einen Punkt. Ich fühle mich schon viel klüger. Jetzt, wo wir den Drachen bezwungen haben, reden wir doch mit dem Typen hier unten, der uns gesagt hat, ey, Vorsicht vor dem Drachen, Bro. Interessante Sache. Im Netzwerktest habe ich das probiert. Wenn man den Drachen tötet, bevor man das erste Mal mit ihm redet, sagt er was anderes natürlich. Hat einen komplett anderen Dialog. Kann auch sein, dass er schon gar nicht mehr hier ist. Doch, da chillt er noch. Hallo, ich habe deine Warnung ignoriert. Beautiful work, felling that dragon. And as such, there's something you might like to know. The heart you brought back. It's used in dragon communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. Oh, guck mal, er empfiehlt uns sogar, dass wir das machen können. You must not forget, though, those who partake in dragon communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon, magnificent, but deadly. It's no surprise that dragon communion is ruinous. Ja, also er sagt auch, es bringt seine Gefahren mit sich, das zu machen. You must not forget those, ja, genau. Until the strength, no surprise. Das, was ich gesagt habe, so gesehen. Ja, aber Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich habe so viel zu tun in diesem Spiel. Das ist so insane, das ist so cool. Und wir sind jetzt fast fertig mit dem, was ich kenne. Wir sind fast fertig mit dem, was ich kenne. Ich weiß noch, diesen Fluss hier hoch führt zu einem Dungeon. Den habe ich noch gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, alles gemacht, was ich kenne. Also hier unten waren ja auch neue Sachen und das waren neue Sachen und so, ne? Ja, okay, das Schloss kenne ich noch. An Eingangsbereich zumindest. Das wird cool. Und ich habe immer noch keinen Händler gefunden, der ein Parierschild verkauft. Oder ich habe generell noch kein Parierschild. Ich hätte gerne einen. Weil so ein bisschen parieren wollte ich halt üben in Elden Ring. Ich meine, wir haben den Tutorial-Boss einmal pariert. Und es hat auch sehr geholfen. Aber ja. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir in diese Gruft und erkunden die. Ich fühle mich jetzt stark genug. Wir haben hier die schlimmen Sachen bekämpft. Wir haben den Todesritter weg. Wir haben das Ding besiegt. Einen Drachen getötet. Ich glaube, wir sind bereit, da dieses Grab zu erforschen, ohne da komplett zerstört zu werden. Und wir haben eine heilige Waffe. Mit einer heiligen Waffe in Grab gehen voller Untoter ist halt so Big Brain, ne? Weil die macht ja mehr Schaden an Untoten. Und wenn das Grab nicht so lang ist, erkunden wir den Sumpf noch. Den Sumpf, also entweder machen wir nächste Folge einfach komplett das Grab, kann sein, weil es ja bestimmt groß. Dann will ich den Sumpf noch erkunden. Dann fangen wir an die obere Ebene und dann gehen wir ins Schloss. Und dann habe ich trotzdem noch die rechte Hälfte der Map, die ich noch nicht erkundet habe. Dieses Spiel ist so geil. So viel zu tun. Ich lieb's. Auf jeden Fall war das eine weitere Folge Elden Ring. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimbelmann. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß beim Zusehen, weil ich genieße jede Sekunde.